Aktionswoche rückt seelische Gesundheit in den Fokus. Reden hebt die Stimmung, seelisch gesund in unserer Gesellschaft, lautet das Motto der diesjährigen bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit vom 10. bis 20. Oktober. Im Zeitraum um den Internationalen Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober, der seit 1992 begangen wird, finden regional und deutschlandweit Präsenz- und Online-Veranstaltungen statt. Auch im Landkreis oder Spree bereiten unterschiedliche Akteure eine Reihe von Veranstaltungen vor. Neben Filmvorführungen und Treffen stehen Themen wie Vorsorgevollmacht und vieles mehr im reichhaltigen Programm des Landkreises Oder Spree. Neues Kiwanis-Jahr, neuer Präsident. Ab Oktober leitet beim Kiwanis-Club Frankfurt-Oder ein neuer Präsident die Geschicke, Harald Schmidt. Damit beginnt das nächste kiwanische Jahr. Der neue Vorstand bedankt sich bei Sabine Zinke, die in den vergangenen Monaten als Präsidentin unermüdlich für das Wohl der Kinder gearbeitet hat. Auch im neuen Amtsjahr gilt es für die 19 Mitglieder des Clubs, Kindern der Region und überall dort helfen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Uni-Orte entdecken, kostenfreies Angebot der Tourismusinformation. Zum letzten thematischen Stadtrundgang in diesem Jahr lädt die deutsch-polnische Touristinformation Frankfurt-Oder am Samstag, dem 1. Oktober ein. Unter fachkundiger Leitung führt der Spaziergang in rund 2,5 Stunden zu Orten, die die Geschichte und Gegenwart sowohl der alten Alma Mater Valladrina und auch der neuen Europa-Universität erlebbar machen. Treffpunkt ist um 11 Uhr bei der deutsch-polnischen Touristinformation. Die Führung wird in deutscher und polnischer Sprache durchgeführt und ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine vorige Anmeldung per Telefon unter 0335 61 00 800 erforderlich. Schnelle Hilfe für mehr als 800 Geflüchtete aus der Ukraine. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine brachte seit dem 24. Februar auch für die Stadt Frankfurt-Oder viele neue Herausforderungen. Bereits in den ersten Tagen des Krieges bereitete sich die Stadtverwaltung auf die Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine vor und entwickelte notwendige Verfahren, die es so bisher nicht gab. Es wurde deutlich, dass die Geflüchteten möglichst schnell und unkompliziert aufgenommen werden müssen, sodass Hilfs- und Unterstützungsleistungen ankommen können. Im Zeitraum vom 24. Februar bis Ende August wurden mehr als 800 aus der Ukraine geflüchteten Personen aufgenommen, angemeldet, erstregistriert und mit einer Aufenthaltserlaubnis sowie, wenn erforderlich, auch mit einer Arbeitserlaubnis versorgt. Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl stellen die ukrainischen Staatsangehörigen nach den polnischen Staatsangehörigen mittlerweile die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in der Stadt Frankfurt-Oder dar. 48. Dixieland-Konzert im Feuerwehr- und Technikmuseum. Am Freitag, den 28. Oktober, findet das traditionelle Dixieland-Konzert im Feuerwehr- und Technikmuseum Eisenhüttenstadt statt. Nunmehr ist es das 48. Dixieland-Konzert und zu Gast ist die Joe's Big Band aus Fürstenwalde, die 2015 zuletzt in Eisenhüttenstadt war. Beginn ist um 20 Uhr und Karten gibt es im Museum zu den bekannten Öffnungszeiten. Polizeinachrichten. Radfahrer gestürzt. Am 28.09. gegen 15.45 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der L283 war ein Radfahrer zwischen Petersdorf und Vulko von der Fahrbahn abgekommen. Dann stürzte der 16-Jährige mit der Yamaha zu Boden. Der schwerverletzte Jugendliche kam in ein Klinikum, wo er nun behandelt wird. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Schätzungssumme von rund 4.000 Euro. Zigarettenschmuggel. Polizisten nahmen am Abend des 28.09. einen Ford Mondeo ins Visier. Diesen hielten sie dann auf einem Parkplatz entlang der BAB 12 an. Dass sie einen guten Riecher bewiesen hatten, zeigte sich beim Blick in den Innenraum des Fahrzeuges. Dort fanden sie nämlich 500 Stangen unverzollter Zigaretten, die allesamt sichergestellt wurden. Der 38-jährige Fahrer des Wagens hat nun einiges beim zuständigen Zoll zu erklären. Anhänger samt Minibagger verschwunden. In der Nacht zum 28. September verschwand von einer Baustelle in Fünfeichen ein Anhänger, auf dem sich ein Minibagger befunden hatte. Der damit verbundene Sachschaden beläuft sich auf eine Summe von mehreren 10.000 Euro. In derselben Nacht stahlen noch Unbekannte von einer Baustelle an der L37 in der Gemeinde Siedichum einen Anhänger, auf dem sich eine Kabelrolle befunden hatte. Der betroffenen Firma entstand so ein Sachschaden von mehreren 1.000 Euro.